Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einer weiteren Episode von Clash. Lange habt ihr drauf gewartet, wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode. Heute geht's wieder rein, ich hab sehr Bock, ich habe mir wieder neue Dinger, neue Kommentare von eurer Seite aus ausgesucht und heute fahren wir da wieder drüber. Ich hab sehr Bock, das wird wieder sehr, sehr nice und spicy. Wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein wollt, seid ihr natürlich gefragt, ihr kennt das Spielchen, lasst mir eure Kommentare unten da, das heißt Rankings, irgendwelche Meinungen, irgendwelche Vergleiche, entweder Oders oder Hot Takes oder wie auch immer, damit wir das beim nächsten Mal kommentieren können. Dieses Format ist euer Format und dementsprechend solltet ihr euch daran beteiligen, damit die nächste Folge auch schnell kommen kann. Also mit diesen Worten steigen wir ein, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt und wir gehen rein in den ersten Take. Oh Mann, der erste ist schon absoluter Brecher. Grüß dich, Sidney. Ich habe da mal eine etwas ausführlichere Frage. Ich werde das mal abkürzen hier. Glaubst du, dass Demon Slayer oder UFO Table dazu verdammt ist, bahnbrechende Seasons zu produzieren, damit sie von der breiten Masse akzeptiert wird? Wenn man die zweite Season von Demon Slayer in Betracht zieht, die nebenbei sehr überzeugend war, wurde der Hate an Demon Slayer nicht unbedingt leiser. Ich bin generell der Meinung, dass Demon Slayer viel zu viel Hate abbekommt und dass sie keinen leichten Stand haben. Was sagst du zu der Thematik? Das war, by the way, der Top-Kommentar unter der letzten Episode. Ich sag dazu Folgendes. Also, der Hate ist auf jeden Fall unberechtigt. Ich finde, Demon Slayer ist overhated, aber man kann Demon Slayer auf jeden Fall kritisieren. Demon Slayer ist auf jeden Fall kein Meisterwerk. Demon Slayer hat Geschichte nicht neu revolutioniert. Ich denke, das weiß jeder. Aber man musste sich natürlich auch die Frage stellen, ist das die Erwartungshaltung, mit der man an jedes Werk rangehen muss? Also muss jetzt jedes Ding Attack on Titan sein, vom Niveau her, vom Anspruch her, natürlich nicht. Am Ende muss es dich nur unterhalten. Ich denke, das ist das, was die meisten sehen wollen. Und das schafft Demon Slayer auf jeden Fall. Von daher sollte man dieses Geschenk an Anime-Adaption auch auf jeden Fall appreciaten. Auch ich bin in letzter Zeit nicht mehr ganz auf dem Demon Slayer-Schiff, liegt aber an einer gewissen Art und Weise, wie man mit dem Franchise umgeht. Dazu habe ich in der letzten Zeit auch einige Videos gemacht oder mal das ein bisschen angesprochen. Ich finde, Demon Slayer ist sehr zur Cash-Cow geworden. War es schon anfangs ein bisschen, aber mittlerweile wird es immer krasser und krasser und ich finde, das wirkt sich leider negativ auf das Werk aus, was es eh schon nicht so leicht hat. Was ich auch schade finde, ich will es gar nicht auf das Werk projizieren, aber es passiert automatisch einfach. Also, ja, ist etwas, was ich nicht cool finde, aber das Werk an sich mag ich doch sehr gerne. Um wieder zurückzukommen auf diesen Take hier oder auf deine Frage, ich finde, der Hate ist im Westen viel präsenter als in Japan, also würde ich schon so sagen. Ich glaube, Japaner gehen da gar nicht so krass kritisch oder kontrovers nach, also die machen sich da nicht so wirklich Gedanken zu. Ich glaube, dafür gibt es nicht so richtig einen Kopf für. Ich glaube, das ist eher so ein westliches Ding, dass man so Dinge analysiert und auch Dinge hinterfragen kann und Sachen in einen Kontext stellt, so mäßig. Demon Slayer Hate kommt mehr aus Westen, mehr aus westlicher Sicht. Und ich glaube, ein UFO Table juckt das gar nicht. Ich glaube, die sehen einfach nur, was sie für Zahlen machen mit Demon Slayer und machen halt das Beste, was sie monetär draus ziehen können. Ich denke, die machen sich darüber nicht so sehr Gedanken, sondern sehen das nur positiv. Vielleicht kriegen sie vereinzelt mal ein bisschen was davon mit, aber mehr ist es dann am Ende von Seiten der Produktion aus auch nicht. Was der Kommentarschreiber hier ebenfalls anmerkt, ist, dass vermutlich über die weiteren Seasons oder Projekte, die von Demon Slayer jetzt noch kommen, also vielleicht Filme oder so, keine Ahnung, sich das einfach in eine noch negativere Richtung entwickelt und den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Das liegt aber an dem gesamten Paket, wie ich halt gerade schon meinte, dass man eben halt dieses Cash-Cow-Prinzip abzieht für das, was Demon Slayer eigentlich ist mit seinen knapp 200 Kapiteln, dass es eigentlich nicht sowas ultra umfangreiches erzählen will, dass man sich sehr viel Zeit lässt, obwohl der Manga schon seit Jahren vorbei ist. Das ist so meine gewisse eigene Kritik, die ich an der Handhabung habe. Ich denke, retrospektiv, also rückwirkend betrachtet, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, wird ein Demon Slayer vermutlich in 5 oder vielleicht 10 oder 15 Jahren
nicht mehr so gewertschätzt werden, wie aktuell noch, wo es läuft und die Animation einen vom Hocker hauen kann. Jetzt rückwirkend wird sogar sowas wie Tengen gegen Yutaro nicht mehr so als krass empfunden, obwohl es zu der Zeit, als es rauskam, das heftigste überhaupt war. Es ist ein sehr schnelllebiger Vibe, in dem wir aktuell leben. Es ist alles sehr, sehr kurzatmig, habe ich den Eindruck. Und dementsprechend denke ich, dass Demon Slayer zwar viel Hype generieren wird oder viel Hype in der Vergangenheit generieren konnte über Corona-Pandemie und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, in 10 Jahren, in 15 Jahren wird Demon Slayer sehr schlecht altern und kein Mensch wird mehr darüber reden. Also das wird sehr, sehr in Vergessenheit geraten und rückwirkend werden die Leute das nicht positiv in Erinnerung behalten, sondern eher schlecht darüber reden, wie sie es halt jetzt machen. Zu den Zeitpunkten, wo es dann halt kommt, ist es vielleicht ein bisschen Heuchelei, weil jeder, der schlecht redet, wird sowieso automatisch auch schauen, wenn Infinity Castle kommt. Ich denke, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der Hate wird mehr werden, leider, weil das auch so ein bisschen die Meta ist, die toxische Meta der Anime-Community. Und ja, das ist einfach eine schnelllebige Kultur, in der wir uns bewegen. Von daher, ich denke, Demon Slayer wird, sobald es fertig ist, Jahre später, keine Rolle mehr spielen. Glaube ich einfach nicht. Welche Emotion ist bei dir ausgeprägter? Die Liebe zu Magi oder der Hass auf Rent-A-Girlfriend? Sehr interessante Frage, muss man schon sagen. Ich glaube, auf jeden Fall die schönere Emotion ist ja ganz offensichtlich die Liebe oder die Wertschätzung zu Magi. Ich glaube, Magi ist so eine Serie, die zur falschen Zeit rausgekommen ist. Ich glaube, Magi könnte easy heute noch laufen und würde gewertschätzt werden. Ich denke mir immer wieder, dass Magi einfach so fucking peak ist und es ist einer meiner größten YouTube-Fehler in dem Sinne gewesen, dass ich dieses Werk nicht aufgegriffen habe und es leider auch seine Peak-Zeiten mangatechnisch hatte zu einer Zeit, wo ich YouTube noch nicht gemacht habe. Es ist sehr schade, dass ich das nicht mitgenommen habe. Wie gesagt, wäre es ein paar Jahre später gekommen, wäre das echt geil geworden, hätte ich gerne diesen Content gemacht. Jetzt im Nachhinein ist es halt ein bisschen weird, weil der Manga ist schon seit Jahren beendet. Aber Magi ist der beste Battle Shonen meiner Meinung nach. Da kommt auch nichts daran. Alle Komponente, alle Kriterien, an denen du das bemessen möchtest. Magi ist besser als das, was du aus anderen Shonen kennst. Also vielleicht kannst du noch einen Hunter mit in den Ring werfen, aber Magi ist das beste Real Talk. Hass auf Rent-A-Girlfriend liegt eigentlich nur daran, dass es halt aktuell noch läuft. Also, Rent-A-Girlfriend juckt keinen. Das ist einfach ein Trash-Manga. Ich weiß nicht, wie man in 300 plus Kapiteln so wenig erzählen kann. Verstehe ich wirklich nicht. Gefühlt das One Piece der Romcoms, aber negativ gemeint. Also, da will ich jetzt One Piece gar nicht irgendwie schlecht mit erwähnen oder sowas. Aber ja, es ist einfach ein Kaugummi. In den Kapiteln passiert gar nichts. Kazuya ist der größte Nuttensohn, den du dir vorstellen kannst. Es ist eine Beweihräucherung, ein Circle Jerk, in dem sich diese Manga Rent-A-Girlfriend Community befindet. Geisteskrank. Also, dieser Manga ist wie ein Unfall. Du kannst nicht wegsehen. Du willst trotzdem wissen, wie es zu Ende geht, natürlich. Ich werde da sicherlich auch mal ein Video zu machen, wenn das Ding vorbei ist. Ich habe da ja auch schon mal ein Video zu gemacht zu Rent-A-Girlfriend, aber das ist einfach nur der größte Drecksmanga, den du dir vorstellen kannst. Wirklich, da passiert einfach gar nichts. Seit 100 Kapiteln passiert in dieser Serie gar nichts. Und es geht die ganze Zeit nur darum, wie der Main-Character auf seine Waifu am Jackson ist, so mäßig. Es ist einfach fucking weird. Zu Rent-A-Girlfriend kann ich nur Negatives sagen. Es gab gute Momente in dem Manga, die wurden aber alle verworfen. Von daher, wie gesagt, seit so vielen Kapiteln, seit 100 Chaptern oder so, passiert in diesem Manga gar nichts mehr. Der Mangaka hat komische Dinge gesagt, mit von wegen, dass er seine eigenen Manga-Figuren heiraten möchte und auf ein Date gehen will. Also keine Ahnung, was bei dem abgeht. Weiß nicht, der Main-Character hat kein Selbstbewusstsein, hat kein Vertrauen in sich selber. Es ist ein Rumgesimpe bis zum Gehtnichtmehr. Und wie gesagt, ich bin wirklich nicht irgendjemand, der was auf Symbolbilder oder Stereotypen gibt. Wirklich nicht. Aber ich finde, das ist so ein Jammerlappengetue da drin. Das kannst du dir ehrlich nicht geben. Vor allem nicht, wenn man in gewisser Maßen zu sich selber stehen sollte. Also man tut sich damit keinen Gefallen. Das ist ein
unrealistisches Szenario, was Rom-Com betrifft. Wenn man auf sowas steht, dann empfehle ich definitiv nicht Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend ist noch extremer in dem Fall, den Kaugummi lang zu ziehen als One Piece, was das betrifft, weil in One Piece wird wenigstens etwas erzählt, in Rent a Girlfriend wird seit 100 Kapiteln gar nichts erzählt. Also das ist wirklich mit Abstand, mit großem Abstand, der schlimmste Manga, den ich lese, leider lese. Ich weiß auch nicht, warum ich das weiter verfolge. Frag mich bitte nicht danach. Es ist wie gesagt wie ein Unfall. Ich kann nicht wegsehen. Und ich bin eigentlich nur gespannt darauf, wie dieser Scheiß-Manga endet, damit wir endlich einen Haken dahinter machen können und sagen können, wow, das war es die Zeit auf jeden Fall nicht wert. Aber wir nehmen den Content mit und machen uns drüber lustig. Let's go. Welche Emotion ist ausgeprägter? Natürlich die Liebe zu Magi, weil ich denke, aus meinem Mund habt ihr schon öfter gehört, dass Magi Peak ist. Peak Shonen sowieso. Ja, das Beste, was man im Shonen-Bereich finden kann. Code Geass ist besser als Death Note. Kann man so sehen? Würde ich auch auf jeden Fall verstehen, wenn das jemand so sieht, aber ich sehe es andersrum. Ich finde Death Note ist besser als Code Geass, liegt aber größtenteils daran, dass ich selber so eine Art Ritual habe jedes Jahr, dass ich Death Note einmal rewatche. Ich finde Death Note ist einfacher für den Einstieg gedacht. Ich finde, Leute können eher mit Death Note etwas anfangen als Code Geass. Code Geass macht einige Dinge besser als Death Note und andersrum natürlich Death Note auch einige Sachen besser als Code Geass, aber beides 10 von 10 Dinger. Insgesamt würde ich sagen, Death Note aber wesentlich beliebter, meiner Meinung nach auch eher etwas, um es am Ende zu rewatchen. Da fällt Code Geass ein bisschen raus, da hätte ich jetzt eher nicht so Bock drauf. Glaubst du, dass Sakamoto Days mehr herausstechen wird als ein Mashle oder Undead Unluck? Also vielleicht sogar einen Hype bekommt, wenn ein Anime herauskommt? Naja, das kommt halt alles auf den Anime an. Also Mashle und Undead Unluck sind jetzt beides nicht so Paradebeispiele für einen guten Hype. Wobei das bei beiden unterschiedliche Gründe hat. Mashle lief auf Crunchyroll und war jetzt inhaltlich wahrscheinlich nicht so eine Bombe. Ich denke, einige haben über die erste Season geredet und die zweite Season wird eigentlich nur für das Opening gefeiert aktuell. Und Undead Unluck läuft nicht auf Crunchyroll, sondern auf Disney Plus und findet deshalb keine Erwähnung. Also zumindest sehe ich davon nichts. Ich habe die ersten 3 Folgen geguckt, muss auch noch aufholen. Aber ja, ich denke, produktionstechnisch ist Undead Unluck auch auf einem guten Level. Mashle auch auf einem okayen Level. Beides Werke, die keine schlechte Adaption haben. Aber Mashle vermutlich inhaltlich ein bisschen schwächer ist. Und Undead Unluck einfach das Pech hatte, auf der falschen Plattform zu landen. Wenn Sakamoto Days einen guten Anime bekommt, wird er vermutlich auch herausstechen. Es kommt aber halt drauf an, wo er landet. Wenn er jetzt bei Disney Plus landet, wird vermutlich das gleiche passieren wie bei Undead Unluck. Wenn es bei Crunchyroll kommt, dann vermutlich nicht. Müssen wir schauen, wie jetzt so Dinger wie Dandadan oder Kaiju Number 8 so sich machen werden einfach. Oh nein, jetzt kommt wieder ein Ranking, auf das ich absolut gar keinen Bock habe. Rank mal die folgenden Manga. JJK, My Hero, Black Clover und Chainsaw Man. Ja, Bruder, da hast du ja wieder die New Gen Dinger rausgesucht, bis zum geht nicht mehr. Ja, für mich ist das nicht ultra schwer. Platz 4, Black Clover sollte klar sein. Der Manga ist tot. Da kommt ein Chapter alle 4 Monate raus. Brauche ich nicht mehr zu sagen. Hab schon tausende Sachen daran kritisiert. Platz 4. Nächster Platz, mache ich mir einige Feinde wieder mit, aber ist mir egal. Platz 3, Chainsaw Man. Find den zweiten Part langweilig, mag die Charaktere nicht. Story ist ein bisschen besser geworden, aber ich finde Charaktere wichtiger. Von daher, das ist der Grund dafür. Platz 2, My Hero, verfolge ich auch nur über Anteku und würde sagen, Endpart macht einiges richtig aktuell. Auf jeden Fall besser als Black Clover. Ich würde schon sagen, dass My Hero mehr Sachen richtig macht als Black Clover. Aber insgesamt ist die Spanne zwischen den beiden nicht so immens groß. Platz 1 JJK. Und auch dazu möchte ich was sagen. Auch ein JJK finde ich aktuell nicht so überzeugend, weil es repetitiv ist, weil es sich immer wiederholt. Die Kritik, die die Leute haben, ist meiner Meinung nach safe berechtigt. Und rückwirkend betrachtet, merkt man jetzt auch ein bisschen mehr, dass JJK gar nicht storytechnisch so viel erzählt, wie es den Anschein macht. Ich habe manchmal echt den Eindruck, dass Jujutsu Kaisen
mehr sein möchte, als es eigentlich ist und Leute da auch mehr hineininterpretieren, als es eigentlich ist. Jujutsu Kaisen erzählt gar nicht so viel und Akutami selber hat gesagt, dass er viele Dinge einfach nur in den Raum schmeißt und diese gar nicht weiter ausführt oder erklärt. Das Potenzial, wie bei vielen anderen Serien, ist so immens groß, aber Jujutsu Kaisen nutzt es an vielen Stellen nicht wirklich und es gibt schon viele Punkte, die man JJK entgegenwerfen kann. Aber von diesen vieren hier würde ich sagen, enjoy ich JJK immer noch am meisten. Was sagst du zum neuen Anime Frieren? Er ist zwar am Anfang etwas langsam, mich stört das aber nicht. Finde den echt nice. Also, ich habe Frieren natürlich jetzt auch, weil der zu Ende gegangen ist in den letzten Tagen, zu Ende gesehen. Und ich muss sagen, ich revidiere das ein bisschen, was ich vor ein paar Monaten gesagt habe zu Frieren in den ersten Episoden. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Ich finde, Frieren macht schon über Zeiten mehr Laune und mehr Spaß, was ja auch ganz lustig ist, weil es ja tatsächlich auch um Zeit geht und das ein wichtiger Faktor in der Serie ist. Ich habe aber dennoch meine Kritik an der Serie und finde ihn nicht so gut, wie ihn andere gut finden. Wenn jetzt welche fragen, was ich daran nicht so mag, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich so dieses typisch überemotional gespielte in Anime einfach zu sehr gewohnt bin, als dass ich dann in Frieren halt das komplette Gegenteil bekomme. Ich meine damit, dass die Charaktere ziemlich unemotional reden, dass es eine ziemlich tote Stimmung ist. Und diese sehr ruhige und stille Atmosphäre ist mit der Zeit einfach Gewöhnungssache. Also man gewöhnt sich daran und ich glaube, es ist auch ein bisschen einfach der Stil und der Vibe dieser Serie, weil wirklich ausnahmslos jeder Charakter so redet oder sich so verhält. Relativ monoton gleich eingestellt ist. Und von daher, ja, akzeptiere ich das nach einer gewissen Zeit einfach, auch wenn ich mich, wie gesagt, ein bisschen dazu gezwungen habe. Jedenfalls ist besser geworden. Ich habe den enjoyed im späteren Part oder in der zweiten Hälfte dann auch mehr. Und ja, würde sagen, ist auf jeden Fall stabil. Aber ich würde nicht so krass übertreiben und sagen, Platz 1 mal Animalist, Platz 1 overall von allem, was es gibt, so mäßig. Also das definitiv nicht. Und der letzte Take für heute. JJK ist ein Meisterwerk. Und dann hat jemand darunter geschrieben, niemals. Und dem Kommentarschreiber darunter muss ich recht geben. Nein, Jujutsu Kaisen ist kein Meisterwerk. Jujutsu Kaisen ist sogar ganz weit davon entfernt, ein Meisterwerk zu sein. Es kristallisiert sich über die Jahre hin oder über die letzte Zeit hin immer mehr heraus, auch von Community-Sichtweise aus, so allgemein, aber auch ich rückwirkend ein bisschen, dass JJK und Demon Slayer so nah beieinander liegen, es ist eigentlich voll krass, so, dass sie inhaltlich gar nicht so weit voneinander weg sind. Ich finde Demon Slayer und JJK trotzdem immer noch besser als My Hero und Black Clover. Demon Slayer nimmt sich ernster, JJK auch. Von daher sowieso schon mal auf einem ganz anderen Feld als My Hero und Black Clover, die mehr im Mickey Mouse Clubhouse anzusiedeln sind. An der Stelle, ich sag ganz ehrlich, Jujutsu Kaisen hat definitiv seine Macken im Main-Character, definitiv seine Macken im Worldbuilding. Das Writing der Charaktere ist jetzt auch nicht so überkrass. Es gibt Charakter-Drama, das feiere ich immer. Es gibt gewisse Dinge, die unpredictable sind, das mag ich auch. Aber zu einem gewissen Grad, und das habe ich ja schon ganz oft bei Akutami gesagt, hast du auch so einen Punkt erreicht, wo du einfach alles in diese Serie reinschmeißen könntest und es würde irgendwie zu Jujutsu Kaisen passen. Es ist also ein gewisser Grad an Randomness, den ich dann wieder nicht so geil finde. Weil man den Eindruck hat, dass Akutami, Gege Akutami, nicht wirklich plant, was er für diese Serie vorhat, sondern einfach random irgendwelche Dinge reinschmeißt. So, dass da nicht wirklich eine Struktur zu erkennen ist, sondern einfach er teilweise nicht mal selber richtig Bock auf seinen Manga hat. Also so etwas stelle ich teilweise schon ein bisschen fest in letzter Zeit. Ich habe den Eindruck, JJK ist rückwirkend betrachtet dann doch nicht so krass, auch wenn ich Anime und Manga schon teilweise enjoy, aber wie gesagt, also in letzter Zeit bin ich ein bisschen enttäuscht, was so diese ganzen Werke betrifft und JJK gibt mir aktuell nicht so viel. One Piece zum Beispiel finde ich aktuell wesentlich interessanter und besser als Jujutsu Kaisen und das war vor einem halben Jahr noch genau andersrum. Also, ja, keine Ahnung. Es kann sich natürlich auch wieder schnell drehen. Vielleicht reden wir in zwei Clash-Folgen wieder ganz anders über JJK. Aber ich sag's, wie es ist. Ich finde JJK aktuell ziemlich kritisch. Und das sehen viele so. Und ich kann's auch verstehen. Also, es ist sehr repetitiv. Es ist nur ein Geflexe vom Kämpfen.
coole Charaktere kämpfen in coolen Kämpfen gegeneinander und mehr ist es nicht. So, mehr wird nicht erzählt. Es gibt kein Worldbuilding. So, es hat safe seine Macken, safe seine Fehler, wie viele andere Serien auch. Und ein Meisterwerk ist es safe nicht. Weißt du, was ein Meisterwerk ist? Magi ist ein Meisterwerk. Lies Magi, sonst schreibst du so eine Kacke hier nicht rein. Also, das wär's von der heutigen Clash-Folge gewesen. Lasst mir gerne eure ganzen Takes und Kommentare und wie auch immer Vergleiche und Rankings und hast du nicht gesehen, unten in den Kommentaren da, damit wir schnell die nächste Episode ballern können. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann bei Folge 10 wieder das nächste Mal. Ich habe sehr Bock. Ich freue mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein und ciao.